Jo, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Reaction-Kanal. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, einen OnlyFans-Account zu errichten? Also ich ehrlicherweise auch nicht. Vielleicht hat der lieber Kaiser mal darüber nachgedacht, wenn man Stillen für OnlyFans-Werbung benutzt. Okay, let's go. Psst, das kommt jetzt ein bisschen überraschend, okay, aber neben mir schlafen irgendwelche Kinder. Warum? Na, Alter, ich muss auch irgendwie mein Business runnen, oder? Das ist eine 1A-Geldquelle, wie soll ich denn so... Ja, Kaiser hat jetzt Kinder gekriegt, das ist jetzt die Info Nummer 1, die wir mitnehmen. Oha. Sonst mit der Zone-Abo bezahlen. Ah, Punkt 17 Uhr. Zeit fürs Aufstehen, ihr Geschroppen. Leonie, stehst du auf? Ha? In deinem Alter war ich schon Dachdecker. Und du? Nutzlos. Die Leonie, die ist... Was ist denn mit seinem Pullover passiert? Alter, Chat, ich habe ja letztens schon ein T-Shirt angehabt, was voller Flusen war, ne? Aber wo war denn Kaiser mit seinem Pullover? Ach du Scheiße, ey. Kaiser, wenn du Hilfe brauchst, ne? Ich habe noch eine Fusselrolle zu Hause, also meld dich. Ich schick dir eine, auch nach Österreich. Neu. So, was geht ab? Heute geht's um Mütter, die ihre frisch geborenen Kinder in ihren Erotik-Content einbinden. Schau, ich habe vor ein paar Tagen eine Instagram-DM. Nein, Chat, der Pullover ist nicht so, der ist voller Flusen. ...bekommen, in der das steht. Hey, ich hoffe, du oder dein Team sieht diese Nachricht. Ich habe kürzlich ein Profil auf Instagram entdeckt und bin sehr schockiert. Frauen simulieren mit Puppen das Stillen. Frauen stillen ihre Kinder und sexualisieren ihre Kinder dabei. Ich habe versucht, den Account sperren zu lassen, leider ohne Erfolg. Da dachte ich, dass es vielleicht helfen könnte, wenn Leute mit Einfluss das Thema aufgreifen und darüber aufklären können. Dieselbige Person. Das ist ein Muster. Okay, dann nehme ich alles zurück. Dann hätte ich den Pullover auch sehr gerne. Aber komm, der erste Eindruck ist, weil das so unregelmäßig auch ist, oder? Ja, okay, dann nehme ich alles zurück. Dann habe ich mich jetzt mega in die Nesseln gesetzt. Also Rezo wird nie wieder auf mich reagieren. Scheiße, okay, gut. Ja, schon die erste Reaction im Arsch für heute. Sohn hat dann die Nachricht auch noch an andere urcoole Meinungsblogger weitergeleitet, wie zum Beispiel Alicia Joe. Mit der geilen Alicia heute, schön, dass du da bist. Ich habe die Story nicht gescreenshotet, aber sie hat sowas geschrieben wie, yo, ich weiß nicht genau, wie ich halt damit umgehen soll oder was halt so die Lösung für das Problem ist. Weil du musst halt immer so abschätzen, okay, mehr Aufmerksamkeit ist halt auch mehr Leute so auf die Sachen aufmerksam machen, aber halt gleichzeitig so, du könntest das Ganze melden und so. Pass auf, ich habe mich dafür entschieden, ich mache das einfach so, ich zeige diese Seiten nicht, sondern ersetze einfach deren Namen mit Marvin.Wildhage. Yo. Ja, ist auch realistisch, dass es Marvin war, ne? Also ist jetzt auch nicht so abwegig. Das ist übrigens, Chat, wer war dabei, wann war das? Vor 3 Tagen, vor 2 Tagen, als Kaiser mein Twitch-Account geradet hat? Also kurz nochmal dafür, ich war dezent aufgeregt, weil wir, glaube ich, kurz 500 Zuschauer waren. Also da ging mir schon ein bisschen die Pumpe. Ich muss mich an diese Zuschauerzahlen noch gewöhnen. Wir können nicht von jetzt auf gleich 500 sein. Das macht mein Herz nicht mit. Ich bin auch schon 30. Ich glaube, eine Sache, da können wir alles super damit fahren. Aber was genau damit gemeint ist, war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Na, okay, Frauen simulieren mit Puppen das Stillen und sowas. Ich habe gedacht, komm, sind wir mal nicht so. Okay, ich schaue mal einfach mal die Seite an. Was wird das sein? Irgendeine dahergelaufene Geschichte, Geschaste, dieser 200 Follower oder sowas. Bruder, 130.000 Follower. Er hat das wirklich durch Marvin Wildhage ersetzt. Ey, ich kann nicht mehr. Ganz locker. Und bevor ihr jetzt irgendwie denkt, die Follower sind fake oder sowas wie meine Follower. Jeder Post hat so um die 10.000, 20.000 Likes auf seinem Dings, ne? Und auch genügend Kommentare. Also das scheint schon korrekt um Actor zu sein. Breastfeeding Mom. Blogger in provide breastfeeding ideas, educational purpose videos only. Bevor wir uns die educational Videos mal ein bisschen genauer anschauen, wollte ich mal ganz kurz den Impact von der Seite zeigen. Wir haben hier unter anderem 2 Highlights auf dem Profil. Einmal 10.000 Follower, das war vor ungefähr 5 Wochen. Und dann haben wir nochmal 50.000 Follower vor einer Woche. Wir gehen steiler als der fucking... Alter, die haben so viele Follower wie ich nach 3 Jahren. Grüße gehen raus. Ein Bitcoin-Kurs aktuell. Aber ich meine, im ersten Moment denkst du dir vielleicht, okay, das könnte halt... Vielleicht soll ich einfach auch sowas machen, Chat? OF-Account incoming? Vielleicht kriege ich da auch ein paar Follower? Das wäre doch mal was. Einfach nur, das sind halt wirklich einfach nur Mütter, die ihre Kinder stillen und wahrscheinlich erreicht das halt einfach die falsche Audience. Mein erster Gedanke war erstmal so, okay, ist das überhaupt erlaubt so? I don't know, keine Ahnung. Aber Instagram hat tatsächlich 2021 eine neue Richtlinie eingeführt, in der steht, wir wissen, dass Personen Bilder von Nacktheit manchmal als künstlerische oder kreative Darstellungsform teilen möchten. Aus verschiedenen Gründen ist die Darstellung von Nacktheit auf Instagram jedoch nicht zulässig. Dazu gehören auch bestimmte Fotos weiblicher Brustwarzen, doch Fotos im Kontext des Stillens sind zulässig. Okay, nur warum ist nackte oder halbnackte Kinder ein Hyperlink? Wohin werde ich da weitergeleitet? Naja, okay, Mütter, die ihre extrem junge... Instagram ist da sowieso total weird. Also die sperren ja auch eh nichts. Ne? Also wenn ich da mal was melde, wenn ich, keine Ahnung, Bilder aus irgendwelchen Kriegsgebieten sehe oder halbnackte 13-Jährige, die machen eh nichts. Ganz ehrlich, das kannst du melden, wie du willst. Da passiert gar nichts.
Menschen stillen ist genauso wie auf YouTube auch erlaubt, wenn es eben den richtigen Kontext trifft. Deswegen auch Educational Purpose Videos Only. Es ist auf YouTube deshalb erlaubt, weil viele Frauen auch gar nicht wissen, what the fuck mache ich mit dem Ding? Weißt du, was ich meine? So, das ist halt so ein bisschen so, yo, Aufklärung, was für verschiedene Taktiken und sowas musst du da halt installieren. So, da gibt es wirklich unterschiedliche Sachen, die man beachten muss. Das wusste ich gar nicht. Ich habe schon oft Bilder auf Social Media gesehen, wo Mütter ihre Kinder stillen. Aber wo es... Shirin Asami, Grüße gehen raus, haben wir auch schon länger nicht mehr drauf reagiert, ne? ...meiner Meinung nach sehr harmlos aussah, weil du sehen konntest, die Mütter waren wirklich eher fokussiert auf das Kind. Wie packt das Kind mit dem Mund die Brust? Da gibt es ja auch Techniken, die man beachten muss, falls es jemand nicht wusste, weil sonst wird es wirklich... Aber ja, Real Talk, da gibt es halt auch Hebammen für, ne? Und ich meine, ernsthaft, wer... Oder welche Frau guckt sich das dann bei OnlyFans an? Also wenn man sich fragt, wie still ich denn am besten, ist doch jetzt OnlyFans nicht so... Oder sehe ich das jetzt falsch? Vielleicht sehe ich das auch falsch, aber ist jetzt nicht die Plattform meines Vertrauens, wo ich mir so Informationen herholen würde. Sehr schmerzhaft. Es gibt eine bestimmte Technik, wo das Kind richtig gut andocken muss. Und das bedeutet nicht nur die Brustwarze, sondern auch den Brustwarzenvorhof mit anpacken muss, um gut stillen zu können, damit das Kind auch ausreichend Milch bekommt. Okay, das ist ja alles schön. Ja, safe. Das ist halt auch ein wichtiges Thema, Chat. Ne? Da muss sich auch keiner für schämen. Das sehe ich absolut ein. Also bis hierhin gehe ich auch 100% mit. Aber halt nicht auf dieser Plattform. Ne? Ja, andocken, das hört sich alles so komisch an, aber es ist ein wichtiges Thema, aber nicht für OnlyFans. Und gut, aber ich denke, wenn man sich so ein bisschen mehr da reinfuchst, wenn man sich das ein oder andere Reel mehr ansieht, dann merkt man recht schnell, okay, das geht in eine etwas andere Richtung. Weil komischerweise gibt es auf dem Profil eine Menge Babys, die irgendwie ganz schön lustig ausschauen, so als wären sie irgendwie nicht echt. Und das vermutlich auch, weil sie es auch einfach gar nicht sind. Okay, original, diese Instagram-Seiten sind eine Mischung aus ein paar Müttern, die halt tatsächlich einfach nur ihre Kinder stillen und das könnte halt so als Educational-Videos durchgehen. Und dann sind es irgendwelche OnlyFans-Creatorinnen, die sich eine Fake-Puppe, eine Original-Puppe, ein Fake-Kind, weißt du, ein sogenanntes Reborn-Baby kaufen und dann so tun, als würden sie das stillen, einfach nur um ihre Links zu promoten. Was willst du? Eine Pause, Leonie, geh zurück auf deinen Arbeitsplatz. Dieses Dreckskind, oder? Die sogenannten Reborn-Babys sind sehr, sehr realistisch. Boah, die sehen aber wirklich realistisch aus, Chat, oder? Boah, gruselig. Also da hätte ich jetzt gesagt, das hätte auch ein echtes Baby sein können. Realistische Puppen, die meistens auch handgefertigt sind, deswegen sind die auch... Boah, das sieht aber gruselig realistisch aus, aber auf sehr gruselige Art und Weise. Hawking expensive und sowas und viele Leute holen sich die zum Beispiel auch als Sammler-Purpose, was urweird ist. Hallo, ich bin der Michael und ich sammle Kinder. Na, macht's, was ihr wollt, na, aber der Warum kann er das so glaubhaft rüberbringen? Chat, ich hab Angst. Ursprüngliche Sinn dahinter ist, glaube ich, dass Frauen, die keine Kinder bekommen können oder die vielleicht irgendein Trauma mit einem Kind miterlebt haben oder sowas, sich so eine Puppe kaufen und das dann quasi, da quasi dann eine emotionale Bindung dazu aufbauen. Da kannst du halt dann wirklich sehr, sehr viel verarbeiten mit diesem Fake-Kind quasi, weil im Endeffekt Kinder machen ja auch sonst in Real Life nicht wirklich was, die liegen auch einfach nur rum. Aber das Ding bei diesen Videos ist, dass die ganzen eigentlichen Breastfeeding-Moms so einen Unterschied machen zu denen, die auf OnlyFans kommen. Also du kannst es direkt erkennen. Schau, pass auf. Weißt du was, ich spiele dir zwei Videos ab und du sagst mir, welches ist. Ja, natürlich, Chat. Ja, da wird es bestimmt auch ums Stillen gehen. Es gibt viel zu besprechen, meine Freunde, und viele Fragen. Ich schwöre, es ist unzensiert noch so viel besser, weil erstens, sie drückt ihr Kind richtig so gegen ihre Brust, sodass sie überhaupt keine Luft mehr kriegt. Das heißt, in Real Life wäre das Kind jetzt tot. Und dann schaut er den Moment nochmal an. Achtung, zack, das Kind kriegt voll den Pullover in die Goschen. Es ist so super. Es ist halt so blöd und es fällt jedem direkt auf, auch den Leuten in den Kommentaren. Ich meine, manche davon schreiben einfach nur irgendwelche so Heart-Emojis oder schicken Rosen. Bruder, ich werde... Aber wisst ihr, was ich da auch wieder nicht verstehe? Dass die Plattformen sich so dermaßen verarschen lassen. Ey, man, das sieht doch ein Blinder, dass das... Fake-Videos sind, beziehungsweise dass man das Stillen als Vorwand nimmt, um irgendwelche Nacktvideos zu promoten. Das check ich halt nicht.
nie verstehen. Ja, ist wurscht, aber das sind halt die Videos, die am meisten Likes bekommen. 17.000 Likes, um ein bisschen spezifischer zu sein. Das ist in dem Fall mehr als die meisten Kaiser-Videos an Likes bekommen. Und das ist für mich eine Frechheit. Generell gibt es da sau viele Videos, die bei ungefähr 10.000, 20.000 Likes oder sowas liegen, weil das ganz einfach ein Loophole ist, was komplett random in Instagram drin ist. Und wenn dann irgendwer auf Instagram auf einmal Brüste sieht, dann ist es... Chat, hört man meinen Hund gerade bellen in der Aufnahme? Wow! Stillen ist in Ordnung. Das Stillen dafür auszunutzen, dich zu sexualisieren, ist es nicht. Findet es niemand anders komisch, Fake-Kinder zu verwenden, um seine OF-Seite zu bewerben? Gugu Gaga. Wo ist der Anzeiger? Ja, mein Hund möchte auch mal bei der Reaction dabei sein. Das nächste Mal eins in den Chat, wenn wir mit Hund Reaction-Livestreams machen sollen, dann kann er auch mal seinen Senf dazugeben. Meister, wen man braucht, oder? Du merkst aber auch wirklich anhand von den Kommentaren, so welches Video einfach nur random gepostet wurde auf dem Account und welches Video auch wirklich durch den Algorithmus an andere Leute extern ausgetragen wurde. Weil die Leute, die eigentlich nicht danach suchen, das sind ja die Leute, die es checken. Das sind die Leute, die kommentieren so, what the fuck geht da ab? Vielleicht ist dir das auch schon mal passiert. Du scrollst durch Instagram-Meme-Pages und auf einmal siehst dann das hier. Oh Gott, suchst du wieder nach geilen Fußbildern mit weißem Nagellack? Ja, ist das, was du brauchst? Ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen, dass Marvin.Wildhage nicht die einzige Seite auf Instagram ist, die als solche Videos postet. Es gibt sehr, sehr viele Seiten, die alle unter dem Deckmantel von Aufklärung Videos posten, wo irgendwelche ORF-Seiten verlinkt werden und dann auch direkt in der Beschreibung nach Anfragen für Kooperationen gefragt wird. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass die große Mehrheit von Leuten, die das sehen würde, sich denken würde, okay, das ist wirklich ein bisschen sehr weird, ein bisschen sehr unangebracht und ein bisschen sehr unethisch. Aber es geht tatsächlich natürlich noch schlimmer, denn es gibt diesen Trend auch mit echten Kindern. Ja, ganz genau, die perfekte Mischung aus tatsächlichem Stillen und natürlich auch dem Profitieren davon. Ey, das hoffe ich jetzt mal nicht. Oh, bestes Standbild, es tut mir schrecklich leid, Kaiser. Meint ihr, ach nee, ich will das jetzt eigentlich gar nicht sehen, dass Frauen ihre echten Kinder ausnutzen, um auf OnlyFans dann noch Geld zu machen? Oh, nee. Dass du auf einer Seite repostet wirst, bei der 99% der Zuschauer wahrscheinlich nicht gerade Education-basiert sind. Ich sage es einfach plain, wie es ist. Das sind dann irgendwelche frisch gebackene Mütter, die ihre Kinder filmen als Promotion für ihre OnlyFans-Seite. Und ich dachte, Kinder im Livestream sind schon schlimm. Also in dem Livestream aus einer Pflegeeinrichtung. Grüße gehen raus an alle, die mein aktuelles Video gesehen haben. Aber ey, boah, das ist immer bodenloser, ne? Was sind das für Mütter, Chat? Was sind das für Mütter? Sorgerecht entziehen und keine Ahnung. Sich irgendwelche Leute... Und es ist dir denn scheißegal, oder? Du scrollst durch deren Reels durch und es ist ein Erotik-Post nach dem nächsten und dann beim dritten, vierten, fünften, während die Leute gerade sind oder sowas, holen sie ihre Kinder vor die Kamera und schauen, schau her, schau das Kind an. So dreckig, Alter. Und das Einzige, was du dann wirklich machen kannst, ist entweder die Page melden bei Instagram oder natürlich auch die Leute melden, weil ich meine, entweder das kommt dann ans zuständige Jugendamt oder halt, je nachdem, wo die Person halt wohnt, ans zuständige Teenager-Amt. Weil ganz ehrlich, Jugendamt heißt es bei uns. Heißt das in Österreich Teenager-Amt? Ich glaube, du kannst dich vor Gericht damit rausreden, dass du Aufklärung betreibst, wenn du so ein Video postest. Also das glaube ich nicht, Chat. Also in Deutschland, das Rechtssystem ist ein bisschen lost, das wissen wir alle, aber doof sind die Richter auch nicht. Und sowas geht doch nicht als Educational Content durch, ich bitte euch. Nein, 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 niemals. Also der Richter, der dazu sagt, ja, das könnte jetzt Educational Content sein, der ist selber Sub. Der hat dann selber einen Sub laufen. Das erinnert mich alles so ein bisschen an das Drama mit dem Wendlers damals, als die Wendlerin schwanger wurde und dann direkt das für Content ausgenutzt wurde. Liebe im Bauch, unser großes Glück ist unterwegs. Herz, Herz, Herz. Oh. Die ersten exklusiven Bilder von meinem Babybauch gibt's bei die Wendlers. Welcome to the Wendlers. Ja, okay, das ist jetzt nochmal wesentlich, wesentlich anders. Meiner Meinung nach auch wesentlich besser und angenehmer. Ich will das gar nicht mal so sagen, aber halt im Vergleich dazu. So imagine, pass auf, imagine, du wirst gezeugt. Und einfach seit diesem Zeitpunkt, bis inklusive der Zeit, wo du halt gestillt wirst, bist du in der Erotikbranche aktiv. Ich glaube, das Problem, das wir haben, ist, dass es einen Markt gibt, der einfach so oversaturated ist mit irgendwelchen Leuten, die glauben, dass sie heller Cash machen können, wenn sie sich einfach... Ja, wisst ihr, was das Schlimme daran ist, Chat? Das Schlimme daran ist, dass es Menschen gibt, die genau das auch bezahlen und gucken wollen. Das ist das Schlimme daran. Es hat ein Publikum. Sonst würden sie es ja nicht machen. Und die verdienen da literally mit ihren Kindern Geld und halten dabei nebenbei noch ihre Brust in die Kamera. Ich finde, es ist so lost, ne, wirklich. Auch nur ausziehen
und Flying Uwe. Mit weißem Nagellack. Viele kommen dann aber drauf, dass es gar nicht mal so einfach ist und versuchen sich dann exklusiv zu machen, indem sie halt die einzigen Creator sind auf einer anderen Plattform. Auf einer Plattform, wo das eigentlich gar nicht zugelassen ist. Der einzige Weg, wie du das aber erreichen kannst, ist, wenn du einfach so geschmacklos wie überhaupt möglich bist. Also ohne Spaß, das mit den Fake-Puppen ist im Vergleich dazu nochmal wesentlich, wesentlich besser, weil da sind wenigstens keine Kinder involviert. Ich glaube, als Faustregel könnte man ungefähr sagen, wenn du... Ja, ich weiß, Chat, besser, also besser, man nimmt die Puppen, ja, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass es irgendwie doch eklig ist und dass es, das legitimiert es auf der anderen Seite, ja, das auch mit echten Babys zu machen. Lass doch einfach die Kinder raus, Real Talk. Also wenn da irgendwelche Ekelpeters unterwegs sind, die wollen sich's angucken, okay, dann lass die Kinder wenigstens weg. Dann lass doch die Kinder wenigstens weg. Ohne deine Kinder nicht deinen Erotik-Content erstellen könntest, dann machst irgendwas falsch. Ansonsten schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Wir versuchen unter diesem Video die 1 Million Kommentare zu knacken, meine Freunde. Lasst mir auch gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Für die Leute, die es noch nicht gemacht haben, ich bedanke mich für die Zuschauer und damit bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr nices Video, wie immer. Like lassen wir da, Abo ist sowieso schon da und falls ihr meine Reaction bis hierher geguckt habt, dann lasst doch gerne auch ein Like auf meine Reaction da. Und als Algorithmus-Kommentar schreiben wir einfach mal Lost OnlyFans. Einfach mal Lost OF. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.